stimmt, was Sie gesagt haben, Vetra. Ich habe in meinem Leben immer nur Krieg gesehen. Besetzung, Auslöschung. Wir werden das ändern, Jarl. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem... Da wären wir. Kann's losgehen? Sofern du uns sagst, was wir hier machen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda, hier auf Cadera. Wir sollten ja mit der guten Phaedra hier hin, damit sie uns was zeigen kann, hier in der Ölquelle. Mal schauen, was hier genau gezeigt wird. So, da sind wir. Sie hatten recht. Die Aussicht ist traumhaft. Dabei sind wir noch nicht mal oben. Ich wette, ich bin schneller. Ein Rennen? Darauf? Nicht reden, klettern. Na los, Pathfinder. Und keine Jetpacks. Betrüger mag niemand. Na dann mal los. Ihnen werde ich's zeigen. Ganz bestimmt. Hochmut kommt vor dem Fall. Haben Sie Spaß? Ich hab's Ihnen nicht gezeigt. Oh ja, wirklich beeindruckend. Wow, so wird es überall sein, oder? Nein, besser. Ich habe mich 14 Monate gefragt, ob es ein Fehler war, hierher zu kommen und meine Schwester mitzuschleifen. Nein, jetzt nicht mehr. An Bord der Tempest zu gehen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Es war eine wilde Reise, hä? Wild und fantastisch. Naja. Wild war die nicht gerade. Vor allem nicht mit dir. Ja, hier unten. Das war aber trotzdem phänomenal, auch wenn man nicht viel von der Aussicht gesehen hat, ne? Wenigstens konnten wir ihren Wunsch, hierhin zu kommen, erfüllen und wir können wieder zurück auf die Tempest. Ziemlich nice. Ich habe extra diese Reihenfolge gewählt, damit wir nicht noch erst die Anflugsequenz sehen müssen und überhaupt das ganze Gedöns bis dorthin. Weil ich wollte eigentlich bei Charles anfangen, denn wir haben im letzten Part seine Familie besucht. Und ja, war auf jeden Fall in der Kurzfolge sehr cool. Was sagt ihr dazu, ne? Fandet ihr die auch ein bisschen cool, wie ich? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber wir haben hier noch zwei neue E-Mails, soweit ich gesehen habe. Hi, Suvi. Wegen Sam. Lexi, hallo Ryder. Nach unserem letzten Gespräch hielten Sam und ich es für das Beste, gemeinsam einen Crashkurs zur Geschichte der KI zu machen, um unsere jeweiligen Sichtweisen besser zu verstehen. Das war sehr hilfreich, um die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede zwischen Sam und den Gate zu erkennen. Die Gate haben die Koreaner zum Überleben nicht gebraucht, aber Sam kann seine Primärfunktion nicht ohne einen Pathfinder erfüllen. Es gefällt mir immer noch nicht, dass Sam bei ihnen einen Herzschlag auslösen kann, aber ich habe keine Albträume mehr, dass er rücksichtslos mit ihrem Leben spielt. Lexi. Kommunikation von Charles. Danke, dass sie
mit mir meine Familie besucht haben. Für jemanden mit einer solch kleinen Familie muss es überwältigend gewesen sein. Aber sie haben sich nichts anmerken lassen. Ich musste viele Fragen zu beantworten versuchen. Was essen Menschen? Sind diese Haare weich? Wie sieht ihre Heimatwelt aus? Ich war sehr froh über unsere beiden Botschaften. Passen Sie auf sich auf, Charles. Machen wir. Sie haben neue Post in Ihrem Ja, die habe ich gerade entgegengenommen, Kollege. Und jetzt möchte ich gerne zu Charles. Sofern ich ihn finde. PB, Carlo, aha. Wer ist hier noch? Liam, Fitra, Drake, Jill, Jarl. Okay, alle sind auf dem oberen Deck irgendwie. Warum auch immer. Sprechen wir mal mit denen, vielleicht haben sie noch was zu sagen, vielleicht auch nicht. Hey, Kleiner. Ich habe das Gefühl, die Dinge entwickeln sich langsam tatsächlich zum Positiven. Dass die Salarianer wieder bei uns sind, ist einfach großartig. Ich wünschte nur, wir hätten auch Raker retten können. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, Raker mussten wir vor etwa 3 Parts umnieten, da ich mich für die Krogana entschieden habe. Einfach mal zu gucken, ob das für das Bündnis besser wäre. Und hier müssen wir natürlich noch mit Charles reden. Um ihm die Komponenten zu geben. Haben Sie die Komponenten gekauft? Ja, und ich bin schon sehr gespannt darauf, was Sie und Gil zustande bringen werden. Er ist sehr begabt. Sobald es klappt, können mehr von Ihren Leuten unsere Geschichten so erleben, wie sie gedacht sind. Goda Tavetera. Die Trilogie Loleas Wiedergeburt. Ich weine jetzt schon ein bisschen. Ist doch cool. Nice. Dann können wir jetzt ab nach Eos gehen. Das wird lustig. Und danach geht's, glaube ich, ab zu Anaxos und wir müssen mit der Führung sprechen. Das wird noch lustiger. Aber zuerst, jetzt hoffe ich mal, bekomme ich meinen Filmabend. Diese Frau auf der Nexus, sie ist die Witwe einer meiner Pilotinnen. Eine derjenigen, die Sie für die Erkundung der Geißel ausgebildet haben? Ja, Zoes Frau war da draußen verloren. Und für eine andere Pilotin tut man eben das Richtige. Wie zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Ihre Witwe genügend Credits erhält. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das Größte wäre, die Geißel ein für alle Mal zu besiegen. Ja, das ist wohl wahr. Sind jetzt im Orbit von Kadera. Finde ich schnieke, aber wir können jetzt nichts mehr hier tun, sondern müssen direkt hier nach Eos wandern. Was ist denn hier los? Warum habe ich hier ein neues Gebiet? Hier auch noch ein neues Gebiet. Und da oben auch noch. Gut, dann anderes Themawechsel. Wir haben hier neue Planis, die wir unbedingt nachgucken müssen. Definitiv. Eigentlich wollte ich nach Eos gehen, aber das hindert uns gerade ziemlich. Wann sind denn die aufgeploppt, Mann? Dieses System steht schon fast nicht mehr auf unseren Sternenkarten. Wenn man bedenkt, womit ihre Forscher zu kämpfen hatten, haben sie es ziemlich weit geschafft. Heilige Mutter Maria. Na dann. Warten wir uns mal ein wenig. Um das alles schneller voranzutreiben. Anomalie auf den Sensoren. Hä? Schicke Sonde aus. Schon gefunden. Nicht schlecht. Wieder EP. Nehme ich gerne an. Vielleicht finden wir noch einen nächsten Plani. Wäre auch nicht schlecht. So, komm, spulen bitte. Wundervoller Planet. Auch der. Anomalie auf den Sensoren. Wow, jetzt werden wir mal beschenkt. Wo denn? Hier. Okay. Sonde gestartet. All
erwarte ein großes Mineralienvorkommen. Kupfer nehme ich gerne an. So. Nächster bitte. Nächster halt. Nächster Plani. Wundervoll. Du bist Shoyaon. Aha. Und aus dir gibt's nichts rauszuholen. Dann tschüssi. So muss das. Und das sieht aus wie eine Erde 2.0. Auch nicht schlecht. Ach ne, der heißt gar nicht so. Wie heißt der denn? Pass 21 und der heißt Mokalam. Okay. Woher? Also wie zum Geier kommen die auf solche Namen? Keine Ahnung. Aber gut. Den, also dieses Galaxiesternsystem hätten wir. Jetzt geht's noch hier nach hinten, würde ich sagen. Und dann nach oben, wo es die 3-4 hat. Die 3-4 neuen Galaxien. Und dann hätten wir auch schon wieder alles erkundet. Ziemlich geil. Sehr wenig Signalverkehr hier. Es ist ziemlich abgelegen. Ich frage mich, welchen Blick auf die Milchstraße man wohl hier draußen hätte. Keine Ahnung, aber auch nur 4 Planis. Ne, 5. Ah, eine solche Anomalie. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Gut. Dann gehen wir mal zum Asteroiden. Und schauen uns dort mal die Mineralien an. Aluminium nehme ich auch gerne mit. Und jetzt machen wir einfach so einen Strich durch die ganze Galaxie, die man hier vorfindet. So, wow. Nix drauf. Anomalie geortet. Sehr interessant. Mond 2.0 oder 3.0. Auf einem Mond sind wir schon gelandet. Jetzt auch nichts. Dann geht's mal nach Wauge oder Wauge, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Heilige Maria, was ist denn das für ein Plani? Ausgerotteter Mond, 4.0. Anomalie geortet. Was? Schicke Sonde aus. Empfange Daten vom Asteroidengürtel. Okay, gehen wir mal zum Raumschiffswrack. Mal schauen, was wir dort so finden. Hallöchen. Nur Teile, aber nichts Besonderes. Na dann. Gehen wir kurz zum Plani noch. Und was ist denn jetzt? Nix. Das heißt, wir können hier... Was? Dein Ernst? Wo denn? Sonde hier? Unterwegs. Erhalte Scan-Daten. Hm. Auf dem Planis ist sonst nichts, aber dafür ein paar Asteroiden, die was abwerfen. Und ein Schiffswrack. So. 100% denke ich mir. Sehr schön. Dann gehen wir noch in dieses Sterncluster. Aus? Oder was habt ihr zu sagen? Sie haben dieses System nach einer batarianischen Pionierin benannt, ihrer ersten Astronautin. Es ist gut, sich an diese Dinge zu erinnern. Anomalie auf den Sensoren. Okay, aber das macht wiederum Sinn, ne? Sonde gestartet. Empfange Daten vom Asteroidengürtel. Und das ist jetzt ein Schiff. Ist ja interessant. Oh. Und das ist auch schon kaputt. Schade. Jake Graf ist der nächste Plani. Wie siehst denn du aus? Heilige Mutter Maria. Bei dir ist ja ziemlich viel Hitze angesagt. Nee. Magma on the road.
Kann ich nicht gebrauchen. Ich hatte schon ein paar hitzige Planis. Einen weiteren brauchen wir nicht. Anomalie auf den Sensoren. Wo denn? Kannst du mich mal dorthin führen? Hier? Schicke Sonde aus. Na dann. Wir haben einen Krater. Ein Krater mit 270 XP. Oder EP. Na dann. Hat man sonst hier noch was? Nee. Dann kommt auch schon der letzte Planet dran. Sofern ich jetzt nicht irgendwas noch liegen lassen habe. Nee. Soweit habe ich alles mitgenommen mit euch jetzt. Sehr gut, es sind nur noch die drei Planis übrig. Yeah. Dann gehen wir zuerst mal in den hintersten von allen dreien. Schauen uns mal dort ein bisschen um. Aber scheint mir wirklich nichts mehr zu kommen. Das ist eines der abgelegensten Systeme des Clusters. Wir sind am äußeren Rand. Aufregend, nicht wahr? Naja, kommt drauf an, was man so findet. Wenn man nichts findet, ist es weniger interessant, aber es sieht schön aus. Das muss man schon lassen, den Entwicklern. So, hier jetzt mal nichts drauf, schon mal schlecht. Und wie steht's hier neben der Sonne? So, ich glaube noch weniger. Das wusste ich irgendwie. Aber gut, gehen wir weiter. Ach, alles so glühend heiß hier. Ich empfange etwas. Was? Inwiefern? Sonde gestartet. Was soll das sein? Ein großes Mineralienvorkommen. Beryllium. Okay, ja gut, das kann sein. Dass man an hitzigen Sachen eher was anderes bekommt als an kühleren Orten. Okay. Mineral. Sachen nehme ich immer gern. Und jetzt sind wir schon hier durch. Ist ja geil. Geht seit dem Überspringen ziemlich schnell das Ganze mittlerweile. Früher hätte ich eine Stunde gebraucht für die ganzen, also ja, 40 Minuten circa. Um alle Planis abzuscannen und so weiter. Ich habe die Theorien von Kindrak studiert. Ein echter turianischer Aeronaut. Er hat als erster den Ozean in einem Ballon überquert. Auf Palavan? Mutig, es gibt dort kaum Stellen, die weich genug für eine Landung sind. Ich empfange etwas. Dann können wir ja gleich drauf zurückkommen. Aber auch das ist eine interessantere Geschichte, als die ganzen Planeten an sich zu erkunden. Früher hatte man ja noch teilweise XP bekommen, wenn man abgescannt hat. Aber hier... da gibt es viel zu wenige EP. Oder überhaupt was... Anomalie geortet. Dass man hier überhaupt was machen kann. Oder machen sollte. So, hier gibt es noch was. Orte die Überreste eines Schiffes. Kein Problem, nehmen wir. So, hi. Na? Seht ihr, nicht mal hier gibt es irgendwie eine Missionanzeige. Ist ziemlich behindert, aber gut. Obwohl das ziemlich geil wäre, also gewesen wäre für eine kleine Mini-Mission. So von wegen, oh, hier ist eine Anomalie. Yo, gehen Sie mal dorthin. Aber nee. Warum auch? Anomalie geortet. Hier. Darf ich wetten? Schicke Nein, Sonde das aus. War falsch. So, hier wenigstens. Sonde gestartet. Erhalte Scandaten.
Frackteile, sehr gut. So muss das. Und auch dieses System hätten wir jetzt zu 100% abgeschlossen. Und wir kommen innerhalb von so mit 20 Minuten hier an im letzten System und können noch weitere 20 Minuten dem Nebenstory-Gedöns folgen. Ist auf jeden Fall nice. Das Licht an der Seite dieses Clusters ist völlig anders. Vielleicht absorbiert die Geißel bestimmte Wellenlängen. Gibt sie eigentlich jemals irgendwas zurück? Anomalie auf den Sensoren. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Schön. Dann kommen wir gleich sowieso noch vorbei. So, dann gehen wir zuerst mal auf den Plani. Ich empfange da etwas. Da hat auch was. Wie sieht's bei dem aus hier? So, danke. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Jo, die EP nehme ich auch gerne mit. Dann gehen wir auf H028 oder so. Könnt ihr nicht, wenn überhaupt, für alle Namen ausdenken und nicht nur für manche. Ist ziemlich behindert. Asteroid, jetzt kommen wir zu dir. Hallöle. Welches Vorkommen hast du? Nur EP? Lächerlich. Klar, jetzt bekomme ich mehr EP, aber trotzdem. Man bekommt EP von den außergewöhnlichsten Sachen, echt. Die man so eigentlich nicht denkt. So, Anomalie wow, auf den Sensoren. Noch eine Anomalie. So. Sonde unterwegs. Orte die Überreste eines Schiffes. Das war jetzt mal sinnvoll. Das war sehr kreativ jetzt. Also kreativ, einfach naheliegend so. Und jetzt können wir auch schon auf EOS nachgucken, was es denn dort so gibt. Und gibt es sicher 4 oder 5 Sachen. Aber wir müssen auf jeden Fall mal mit Cora hin. Das Pisces-System, Heimat von Eos und Prodromos. Okay. Wir sind hier Ressourcentracker. Aha. Nö. Den Ressourcentracker lassen wir mal. Endlich, Eos, wir kommen. So, Landezone Eos. Das ist jetzt die Frage, also Cora müssen wir dabei haben. Phaedra nicht. Müssen wir sonst noch jemand dabei haben? Ich hoffe nicht. Wenn nicht Jarl, müsste ich vielleicht Liam dabei haben. Keine Ahnung, ich mach's mal so. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. Ich gut. So, jetzt müssen wir die ersten Missionen angehen. Am besten gleich sofort Logbuch hervornehmen. Sofern wir mal ankommen können. Hallo? Ah. Klar, wir waren schon da und jetzt sehen wir erst, wie das Schiff ankommt. Ist klar. Ist klar. Okay, dann Logbuch hervornehmen, jetzt mal hier, Mitchell und Gil, auf Prodromos treffen, okay, mit Cora nach Eos reisen, gut. Zuerst mal mit den beiden anderen quatschen,
Wo sind die? Okay, kein Problem. Dann haken wir alles nacheinander ab. Was habt denn ihr noch sozusagen? Jill und... Jill oder Gil, keine Ahnung. Jill und Gil, einfach ein Spitzduo. Wie es scheint. Oh, da sind sie ja. Sehr schön. Prima, aber ich muss sie warnen. Sie hat nur kurz Zeit. Und sie ist heute in Hochform. Sie leitet gerade die Repopulationsprotokolle ein, indem sie die chemischen Zeugungsblocker aller Kolonisten aufhebt. Sie bezeichnet das als Aufpumpen des Schlagmanns. Sie wird ihnen ein Ohr abkauen, um sie davon zu überzeugen, ihre Bürgerpflicht als Mann zu tun. Genau das ist ja auch ihre Aufgabe. Sie nimmt ihren Job eben ernst. Hey, wenn Sie kein Problem damit haben? Ich meine, mir kann es ja eigentlich egal sein. Ich werde ganz bestimmt niemals aus Versehen ein Kind in die Welt setzen. Störe ich bei irgendwas? Ah, Jill, na endlich. Das hier ist... Schon gut. Ich hatte euch gebeten, herzukommen. Erinnerst du dich? Freut mich, Ryder. Ich weiß, wir haben alle viel zu tun. Deshalb habe ich auch nur eine Frage. Wollen Sie wissen, ob Sie meinen chemischen Zeugungsblocker aufheben dürfen? Weichei. Wie ich sehe, eilt mir mein Ruf voraus. Meine Frage lautet, was zum Teufel haben Sie mit ihm gemacht? Es ist, als wäre er plötzlich erwachsen geworden. Man kann mit ihm inzwischen sogar eine ernsthafte Unterhaltung führen, ohne dass sie in Sticheleien ausartet. Außer natürlich, ich fange damit an. Also, was ist Ihr Geheimnis? Ich habe nichts damit zu tun. So ist er nun mal. Das ist doch Schwachsinn. Es liegt definitiv an Ihrem Einfluss. Vielleicht dachtest du ja all die Jahre nur, du würdest mich kennen und hast mich in Wahrheit vollkommen missverstanden. Ganz bestimmt. Okay, ich lasse Sie beide vom Haken. Es war echt schön, Sie kennenzulernen, Ryder. Gleichfalls. Was war denn das für eine Vorstellung? Egal. Wo ist jetzt die Mission von, der guten Cora? Dorthin? Okay. Kein Problem. So muss das. Nur schade wäre das nicht einfach so angezeigt. Wo ist mein Nomad? Dankeschön. Du bist da leise geworden, oder? Ich wollte gerade sagen. Also, ich dachte gerade, der Ton wäre weg. Das wäre behindert gewesen. Dann hätte ich nämlich das Spiel neu laden müssen. Warum auch immer manchmal sowas passiert. So, hi. Nervt mich nicht, sonst klatscht's im Karton. Hier ist es. Sind Sie bereit für das, was ich Ihnen zu zeigen habe? Ja, bin ich. Aber noch nicht gerade jetzt. Danke. Wir sind da. Bereit? Na klar, bin ich bereit. Zeigen Sie mal her. Also, wo ist Ihr Geheimprojekt? Geduld. Ein Erdreichwandler. Kein Reliktterraformer, aber er verwandelt Sand in fruchtbaren Boden. Irgendwann. Mit ein paar Samen und Regen wird es ein Garten. Richtig. Sie wollten ja einen eigenen Garten. Es wird dauern. Vielleicht länger, als ich lebe. Aber das macht nichts. Asari denken in Jahrhunderten. Man legt den Grundstein und tritt dann beiseite. Vielleicht entsteht etwas, das man nie erwartet hätte. Die Pathfinder-Ausbildung war mein Grundstein. Sie hat mir eine Galaxie voller Möglichkeiten eröffnet. Ich brauche niemandes Plan. Nur einen guten Anfang. Die ersten Samen eines Gartens. Angelegt mit meinem Freund.
Was pflanzen wir an? Wüstenblumen und Gräser aus der Milchstraße. In Farben, für die wir nicht mal Namen haben. Und wenn der Boden soweit ist, Rosen. Eines Tages. Bereit? Eins, zwei. Ein bisschen Pflanzensamen spenden für die Guten hier. Okay, für dieses gute Stück hier, Land. Naja, gut. Wenn das jetzt alles war, bin ich ein bisschen enttäuscht, aber man kann nicht alles haben. Aber jetzt möchte ich noch meinen Filmabend haben. Und wehe, Andromeda-Entwickler, ihr habt den Scheiße gemacht. Auf den arbeite ich schon ziemlich lange hin. Mein Freund. Und ich sag dir eins. Was? Liam hat in der Nähe etwas markiert. Er sollte dabei sein. Dein Ernst? Kann ich mein, was ist Terminal? Ja, nee, ist klar. Das brauche ich nicht. Forschungszentrum brauche ich nicht. Ausstattung, kann ich hier meine Leute umswitchen? Ja. Hier, wollte gerade sagen. So, Liam. Es wird bestimmt großartig. Prodromos ist bereit für die Veranstaltung. Die Begegnung kann losgehen, Pathfinder. Zeit für Zivilklamotten. Es wird heiß. Wie haben Sie das hingekriegt? Ach, man braucht nur einen Ball und ein Feld. Hassel hat das früher in Flüchtlingslagern gemacht. Damals habe ich's nicht kapiert. Aber nach dem Angriff hier und dem Scheiß mit Verans Rettung wollte ich etwas Einfaches probieren. Was denken Sie? Jede Menge Spieler, aber kaum Zuschauer. Das hier hätte ein großes Ereignis sein können. Das ist es doch. Es geht nicht um Publikum oder um Leben und Tod. Wichtig ist nur, dass alle es wollen. Das hatte ich an solchen Spielen nie kapiert, weil ich von Krise zu Krise gesprungen bin und überall fremd war. Aber nach dem, was ich in Ihrem Team erlebt habe, naja, es ist anders, wenn man dazugehört. Sehen Sie das? Freistoß wegen Foulspiels. So lernt man sich kennen. Was ist? Gut, dass wir Sie haben. Das können Sie laut sagen. Gleichfalls, Ryder. Sie können echt nerven, aber als Pathfinder. Das verdanken wir Ihnen. Na los, wollen wir mitspielen? Klar, der Pathfinder darf doch nicht fehlen. Mal sehen, was Sie drauf haben. Nicht viel. Ich bin total scheiße. Oh Mann, und ich krieg schon wieder nicht meinen Filmabend. Ich dachte jetzt hier auf Prodromos oder so. Oh Mann. Euer fucking Ernst? Ja, ist klar. Ihr könnt mich alle mal gern haben. Ihr wollt mich alle natzen. Ich möchte doch nur meinen Filmabend. Atmosphärenaustritt erfolgt. Aber immerhin, Fußball ist auch nicht schlecht. Aber nicht Filmabend. Aha. Was machen wir denn jetzt? Kommt jetzt wirklich schon Meridian?
Dein Ernst? Abgeschütztes Schiff auf Laden aufsuchen. Gut. Hallo. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, aha, Pathfinder. Schön für euch, ich muss nach Eliaden. Das kann auch warten. Danach sind die E-Mails auch noch da. Wenn ich schon keinen Filmabend kriege, hoffentlich noch eine interessante Sache gleich. Aber wer weiß. Warum kann ich nicht? Wir sind auf Kurs. Schnell reisen? Ja, wow, jetzt. Brauchtest du so lange, um die Galaxie zu laden, Kollege? So, laden, Landezone, danke. Jetzt nehme ich ganz gerne wieder Pibi mit. Hier. Und hasta la vista. Pathfinder, dieser Ort könnte sich für einen Außenposten der Initiative eignen. Erde an Sam. Wir haben schon den Außenposten aufgeladen. Aber ist nur so eine Nebensache, Kollege. Aber ja, wir kommen eigentlich gerade auf Neutuchanka an, aber ist so eine Nebensache. Wenn wir den Außenposten nicht hätten, wären wir nicht hier. Ich glaube, Sam oder allgemein das Spiel hatten ein bisschen Probleme, sich zu aktualisieren. Ich meine, wir haben sogar eine eigene Landebahn hier. Besser geht's ja kaum. So, wo müssen wir uns treffen? Hier unten. Oder hier oben, wie man es jetzt auch drehen und wenden mag. Ja gut, da kann ich direkt hier hinreisen. Was ist dann? So eine kleine Nebenfrage. Ich lerne immer mehr über Erfolg, Pibi. Und je mehr ich erfahre, desto mehr erstaunen sie mich. Schon okay, Jarl. Ich nehm's ihnen nicht übel. Sie sind der Leim, der die Spezies der Milchstraße zusammenhält. Ihre Fähigkeit zur Reproduktion ver... Rauch in der Ferne. Wahrscheinlich das abgestürzte Schiff, nach dem wir suchen. Schade, dass sie die Unterhaltung abgebrochen haben. Cat, die andere Cat töten? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Aber ist cool. Darf ich die Cat als Freundin mitnehmen? Das ist ja mal sehr interessant. Gut gemacht. Müssen wir wirklich alle umbringen? Oh Mann. Nicht gerade geil. Cat Datenpad. Jetzt. Was ist das? Vermutlich ein Datenlog der Cat, Pathfinder. Es enthält wahrscheinlich irgendwelche gespeicherten Daten. Können wir auf diese Daten zugreifen, Sam? Das Gerät ist gesperrt. Seit wann lässt du dich von einer einfachen Sperre aufhalten, Sam? Na los, hack das Ding. Pathfinder, das ist keine einfache Sperre. Wir sind noch nie auf ein Gerät der Cat mit derartigen Sicherheitsmaßnahmen gestoßen. Ich schlage vor, wir bringen es zurück zur Tempest, um weitere Analysen vorzunehmen.
Mit Suvi auf der Tempest reden. Okay. Machen wir doch. Und nur deswegen bin ich jetzt hier hingekommen. Aber ey, zum Glück ging es vorhin weiter, weil ich dachte gerade wieder, ist mein Spiel abgeschmiert. Aber gut. Dem ist wohl nicht so. Warum ich jetzt hierhin zurückgelatscht bin und nicht weggepottet bin, ist der Grund, weil ich jetzt einfach nur den hier machen kann. Und wir sind schon wieder auf der Tempest. Kann man schon fast so sagen. Ah, Mann. Aber es wäre schon geil gewesen, wenn wir die einen Cats als unsere Freunde hätten nehmen können. Aber nee, die wollten ja nur abknallen. Egal, wer jetzt da ist. Alle Systeme im grünen Bereich. Finde ich gut. Garten, Cora. Nochmals danke, dass Sie mitgekommen sind. Falls es Sie interessiert, wir haben folgende Pflanzen ausgesät. Tiral, Asana, Handvoll Wasser, eine Pflanze von Ranoch, Gemeine Irsal, eine Blume von Tessia, die nach Honig riecht, Spitzenflieder, eine Blume, die auf Eden Prime gefunden wurde. Und noch ein paar andere, Cora. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail. Ja, das habe ich gerade abgecheckt. Ich kann kaum glauben, dass einige Cat gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Die Cat wirkten immer so monolithisch, fast gesichtslos. Ich wünschte, wir hätten mehr derartige Kämpfe gesehen. Ich würde keine Träne vergießen, wenn sie sich gegenseitig auslöschten. Was sie auch getan haben, sie bleiben eine einzigartige, faszinierende Spezies. Ich kann mir nicht einfach wünschen, dass sie alle sterben. Wie auch immer, wegen dieses Cat-Geräts, das sie bei dem zerstörten Cat-Schiff gefunden haben. Es ist mit einem biometrischen Schloss gesichert, das nur mit einem spezifischen genetischen Code geöffnet werden kann. Also wie ein Fingerabdruck-Scan. Nur eben mit einem genetischen Fingerabdruck. Genau. Was immer da drin ist, es soll wahrscheinlich nur Personen zugänglich sein, denen man vertraut. Soll das heißen, ich muss ein paar bestimmte Cat aufspüren? Das wäre unmöglich, Ryder. Erinnern Sie sich an die Genproben der Cat, die Sie auf Volt gescannt haben? Lexi hat an den Daten gearbeitet und ich habe eine Idee, die tatsächlich funktionieren könnte. Wir sollten mit ihr reden, wenn Sie mal Zeit haben. Okay, reden wir mit Lexi. Kein Problem. Finde ich ja ziemlich geil. Außer Lexi wäre jetzt hier oben gewesen. Liam, Drac, Jill, Jarl. Nö, die ist sicher in ihrer Kabine. Gut. Nehme ich auch ganz gerne an. Los, Lexi, wir müssen mal reden. Danke. Da ist sie. Ich habe ihr Memo erhalten, Suvi. Die Daten sind hier, aber ich weiß nicht so recht, was sie finden wollen. Sagen Sie mir einfach, dass Sie alle entschlüsselt haben. Ja, natürlich. Das war meine erste... Perfekt. Sam, kannst du Sequenzkombinationen an dem Schloss testen? Teste. Rohe Gewalt, Dr. Enmore? Eine erprobte und verlässliche Methode. Und mit Sams Rechenleistung dauert es höchstens... Schlüssel gefunden. Wow! Wir dachten, das Gerät sei ein Datenlog. Ist es aber nicht. Es ist... Es hat sich gerade in eine Übertragung eingeklinkt. Verdammt, schalten Sie es ab. Wer weiß, was es gerade macht. Das Gerät ist ein Empfänger. Es kann unsere Position nicht verraten. Die Übertragung besteht aus Audiosignalen. Der Archon hat unsere Regeln gebrochen. Er wendet sich von der Tradition ab, verletzt das Protokoll. Er missbraucht seine Autorität, ist wie besessen von den Geheimnissen der Relikte und verhindert den Kontakt mit unserer Heimat. Das kann so nicht weitergehen. Wenn er nicht auf den rechten Weg zurückfindet, wird er vernichtet. Das verspreche ich. Ein Archon steht nur dann aufrecht, wenn wir ihn stützen. Da ist jemand richtig wütend auf den Archon. Eine kollektivistische Kultur verurteilt strikt jedes Handeln, das sich dem Willen der Gruppe widersetzt. Und die Cat hier zu isolieren, würde Ablehnung hervorrufen. Sie fühlen sich möglicherweise im Stich gelassen. Cat? Im Stich gelassen? Manche Dinge sind eben universell.
Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, das Signal zurückzuverfolgen. Scanne nach Nav-Punkt. Ich übertrage ihn auf Ihr Universalwerkzeug, falls Sie der Sache nachgehen wollen. Was werden wir Ihrer Ansicht nach da draußen finden? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Basis von Cat-Dissidenten, die sich gegen den Archon organisieren. Was es auch ist, Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie die Sache verfolgen, Ryder. Sicher machen wir das. Dann gibt's hier noch heute Action. Ja, sicher. Machen wir. Definitiv. Na komm, Ryder. Keine Müdigkeit vorschützen. Auch wenn dir vor kurzem das Herz stillgestanden ist. Also ist das die Mission Uneinigkeit der Truppe. Okay. Und wo soll ich genau das Signal finden in diesem Galaxieabteil? Das Pisces-System. Heimat von Eos und Prodromos. Ja, schön, aber ist es wirklich auf Eos persönlich? Ja. Was machen die zur Hölle auf Eos? Ich war gerade vorhin dort. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zuerst auf Eladen gewesen. Leite Sinkflug ein. Aber das weiß man ja erst, wenn man es mindestens einmal durchgespielt hat. Ja, dann freue ich mich schon auf den zweiten Durchrun mit der weiblichen Sarah. Also mit seiner Schwester. Oh. Das wird auch lustig. Weil es da so manch andere Dialoge dann geben wird. Wie ich Mass Effect kenne. Da werden so Sätze fallen wie, das ist doch nur eine Frau oder keine Ahnung was. Ewige hin und her. So, na. Jetzt schaltest du nochmal auf Schwarzbild. Jupp. Und jetzt ladest du nochmal richtig. Sehr gut. So, wo war das? Hier oben? Ja, ist kein Problem. Schnellreise. Und dann einfach umdrehen. Kann man so sagen. So. Hier lang. Wundervoll. Komplette Wiederherstellung von Gesundheit, Munition und Energiezellen. Wunderbar. Und wo genau? Hier. Dein Ernst gerade? Ach so, das ist ein solches Teil. Okay. Kann man hier noch rein? Wäre geil. Das ist doch nicht mal aktiv, das Ding. Das Ding ist noch nicht mal aktiv. Das Ding hätten wir. Die Quelle Signals auf Eos finden. Dein fucking Ernst gerade. Hier ist doch nichts. Letzten Spielstand laden. Mir ist das jetzt gerade egal, aber wenn das nicht triggern möchte. Finde ich das schon ein wenig bizarr. Na los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Und
wie soll ich die Quelle des Signals finden? Wir sind doch schon hier. Und die haben nichts gemeldet, von wegen, ja. Hey, hier ist doch was. Hier ist genau kein Millimeter. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Das sehe ich gerade selbst. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Hier. Oder was ist das? Ach nö, das ist nur das Mineralien. Ach Gott, das Ding verarscht mich schon. Ja gut, dann habe ich ein little bit problem. Weil das einfach nicht aktualisiert wird. Das ist sowas von behindert. Oder, uno momenti, ich habe da eine saubere Idee, ich muss da mal eine Etage tiefer. Gut, da sind wir schon mal richtig. Kann man hier unten durch, hier irgendwo, ja. Lass den Scanner mal an, vielleicht bekomme ich hier noch was. So. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel? Wo haben Sie die denn her? Jetzt bekommen wir endlich den Aufschluss, was es denn mit diesen Gesprächen immer auf sich hat. Da ist ja das Signal. Wir sind bei dem NAV-Punkt, den Zuvi uns gegeben hat. Aber hier ist nichts, nur dieser Sender. Wenn ich über meinen Boss lästern würde, wäre ich auch daran interessiert, dass es nicht auf mich zurückfällt. Ja. Das könnte eine Art Proxy sein, um die Wahrscheinlichkeit einer Entdeckung zu reduzieren. Welches Signal zurückverfolgen? Welches Relais? Hier hat's eins? Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, also oben hat es nichts gehabt. Deswegen kam es mir einfach spanisch vor und dachte, ja, komm, wir gehen mal unten lang. Und meine Theorie hat sich bestätigt. Und wie komme ich jetzt da hoch? Ach, ich weiß schon wie. Ich werde jetzt ein bisschen nerven, aber... Wir können diese Welt gerne haben. Selbst ohne die Cat würden nur wenige von uns je hierher kommen. Unsere Leute haben einen langen Weg hinter sich. Nichts hier wird sie aufhalten. Ich war so lange in die Relikte vertieft, dass mir die ganzen Farben nie aufgefallen sind. Tja, das ist halt der Nachteil, wenn man in was vertieft ist. Aber ich bin immer noch am Überlegen, wie man hier hochkommt. Ah, ne. Bitte nicht. Finde ich jetzt weniger geil. Kann ich nicht einfach hier irgendwie rüber? Ja, kann ich, aber das geht hier nur bergab, ne? Verdammt. Ich muss da einmal drumrum. Dann mache ich das mal so. Ich komme schnell mal zu Besuch. Reliktstätte mit Geißel. Ich wette, da drin ist was. Ja, ja, von mir aus. Aber wir haben jetzt ganz eine andere Baustelle hier zu tragen. McCat. Ah, hi.
Bitte nicht festbacken. Wundervoll. Sehr gut. Einer nach dem anderen fällt. Und hier haben wir sogar noch ein Schussfeld. Dieser Sender uns hinführt. Danke. Hi, Sender. Das Signal zum dritten Relais verfolgen. Pathfinder. Ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug mit... Aha, aktualisiere mal. Dein Ernst gerade. In der scheiß Pampa draußen. Und warum werde ich hier scheinbar angegriffen? Von was oder wem denn? Ich bitte dich. Ich wollte gerade sagen. Ja gut, eigentlich könnte ich direkt hinfahren. Spielt eigentlich keine Rolle. Drücken wir noch ein bisschen auf die Tube. Das Schwarzfeld-Signal kommt und geht. Sie haben zwar das Wetter hingekriegt, aber einen klaren Empfang würde ich das nicht nennen. Eos ist immer noch Grenzgebiet. Erobert, aber nicht gezähmt, wie wir immer sagen. Ja und? Spielt ja keine Rolle. Ich hätte zwar gedacht, dass hier so ein Dreschlund herrscht, aber nö. Hier gibt's echt nichts außer ruhiges Wetter, Wüste. Ja. Mehr auch nicht. Und jetzt darf ich da einfach runter. Ich hoffe mal nicht. Oder doch? Hi. Gehen wir's an. Ja, gehen wir's an. Ich glaube, das war's. So, ups, das war's. Ups. Falsche Richtung. Ach so, ich muss drumherum. Kein Problem. Machen wir doch. Wollt ihr wirklich? Ihr seid doch echt Bananen. So, wie war das nochmal mit dem Leben? Abziehen. Sieht aus, als war's das mit den Gegnern. Mal sehen, was dieser Sender für uns bereithält. Sag nix. Noch ein viertes Relais. Dein Ernst? Pathfinder, ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug mit der Information. Wo wollen die mich denn noch hinführen? Wenn ich gerade hier bin, reiß ich doch mal schnell darüber, bis es angezeigt wird. So, supi. Bin ich Schnieke. Und dort kann ich ja direkt reisen. Ist ja Schnieke. Vielleicht leide ich ja am Stockholm-Syndrom. Warum denn das? Ich wüsste jetzt nicht warum. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Davon merke ich aber nichts. So, und jetzt wo lang? Hier links rüber. Ist es da oben? Ja, ist klar. Ist klar. Ich muss noch ein wenig rüber watscheln und hoffen, dass ich hier hochkomme. Außer es wäre genau hier. Aber ich denke eher, wir müssen hier hoch. Autsch.
Das war jetzt nicht gerade die feine englische, Kollege. So, danke. Ja, wir müssen hier oben hin. Gibt's jetzt hier eine Hauptstation von euch? Darf ich euch alle umlegen? Bitte? Die Relikte verändern Welten. Ja, da schon, aber... Die Übertragung ist hier stark und ohne Störung, Pathfinder. So, dann so. Dann sind wir wohl am Ziel. Sie sind alle tot. Ja, gleich. Geht noch eine Weile, aber die sind gleich alle tot. Yep. Um genau zu sein jetzt. Oder noch nicht ganz alle. So, aber gleich. Seht ihr, da liegt nur noch ein Spacko und dem habe ich jetzt die Rübe weggeblasen. Ich denke das auch. Dankeschön. Ich werde gerne gelobt, wenn ich mal was richtig mache. Zuerst mal hier lang. Ist hier noch was? Nö. Audiolog. Das nehme ich gerne an mich. Der Aufstieg hat unsere Vorfahren von Problemen und Sorgen erlöst. Dieses wundervolle Geschenk gestattet es uns, jetzt auch andere zu erheben und an der genetischen Fülle dieser Galaxie teilzuhaben. Aber der Archon will das, was Helios zu bieten hat, selbstsüchtig horten. Nachrichten vom Band? Eine Predigt, um die Cat zu inspirieren? Der Archon dient nicht den Interessen der Cat, sondern nur seinen eigenen. Er vergeudet unsere Zeit mit den Relikten, behält aber jegliches Wissen für sich. Das ist das Verhalten eines Verräters, nicht das eines wahren Cat. Archon denkt, Meridian würde ihm Macht verleihen. Es würde ihn zum Meister der Relikte machen. Zu ihrem einzigen Meister. Doch worauf wird der Blick des Verräters fallen, wenn sich Helios unterwirft? Denkt nach. Begreift. Unsere Heimat ist in Gefahr. Wir haben es gefunden. Sieht aus wie eine Kommunikationskonsole. Von hier wurden die Nachrichten wahrscheinlich gesendet. So viel Arbeit und mehr kriegen wir nicht? Sie haben mich also gefunden. Sie sind eine zielstrebige Kreatur, Pathfinder. Jetzt verstehe ich. Mit ihrer Entschlossenheit können die Cat diese Galaxie beherrschen. Entschlossenheit ist eine Charaktereigenschaft, kein genetisches Merkmal. Aber was Charakter ist, verstehen Sie nicht. Sie haben ja keinen. Sie vergeuden Zeit mit Belanglosigkeiten. Ich habe mich nicht einfach so als Verräter zu erkennen gegeben. Ich habe es nur getan, weil ich darin einen gemeinsamen Vorteil sehe. Den Archon loszuwerden. Die Reliktbesessenheit des Archon erzeugt Chaos und gefährdet alles, wofür wir gearbeitet haben. Das muss ein Ende haben. Und ich nehme an, dafür wollen Sie meine Hilfe. Ich bin ein Cat. Ich brauche keine Hilfe. Ich würde Sie als Werkzeug einsetzen, um die Vernichtung des Archon zu beschleunigen. Ich muss lediglich dafür sorgen, dass nichts zwischen Ihnen und Ihrem Ziel steht. Sobald er beseitigt ist, sind die Relikte für uns nicht mehr von Belang. Wir werden unsere Aufgabe hier erfüllen und weiterziehen. Den Aufstieg der Angara. Eines Tages werden Sie zur Familie gehören. Bis dahin können Sie ruhig kämpfen, falls Sie es für erforderlich halten. Aber ich biete eine Atempause in diesem Konflikt an, damit Sie einen gemeinsamen Feind vernichten können. Oh, ich fühle mich schmutzig dabei, aber im Moment sehe ich keinen Haken. Man kann den Cat nicht trauen. Denken Sie nach, Ryder. Was haben Sie gegen den Archon? Der Archon sagt, er würde Meridian benutzen, um diesen Cluster zu beherrschen. Er sagt, Meridian würde uns den Sieg bringen.
Aber wir haben nie Relikte gebraucht, um siegreich zu sein. Nein, er will mehr. Seine Ziele sind offensichtlich. Und das sehe nicht nur ich so. Was genau bringt mir diese Vereinbarung? Schon bald wird der Archon mir befehlen, sie zu vernichten. Wenn es soweit ist, werde ich es Ihnen ermöglichen, mein Schiff außer Gefecht zu setzen. Sie könnten mich auch einfach in Ruhe lassen. Und sollte es Ihnen nicht gelingen, den Archon zu beseitigen, tritt mein Verrat zutage. Sie machen mich krank. Wir paktieren nicht mit Cat. Niemals. Wie Sie meinen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, meine Nachrichten zu verfolgen. Denn mehr ist für Sie nicht mehr drin. Leben Sie wohl, Pathfinder. Es wird kein weiteres Gespräch geben. Okay. Das ist auf jeden Fall unser Hauptspeicherstand. Das finde ich jetzt cool. Allerdings werde ich jetzt hier für euch noch die andere Entscheidung durchlassen. Bei 38. Ich hoffe... Nö, ich glaube, das war gerade kurz dann. Ja, gut. Dann werden wir jetzt hier nochmal alles kurz... durchgucken und dann noch die andere Antwort mit dem durchkauen, was er denn sagen würde. Ohne Störung, Pathfinder. Dein Ernst? Jetzt muss ich schon wieder hier hin. Da sind wir wohl am Ziel. Jetzt muss ich die schon wieder erlegen. Dein fucking Ernst, Kollege. Und wie der einfach hier zu uns hinkommt. Als wäre er hier zu Hause, Mann. Geh liegen. Und zwar sofort. Tut mir sorry, ne? Keine Munition da! So. Danke für dein Schild. Das war sehr erfrischend. Das war jetzt nicht so geil. Ohne Witz. Das tut weh. Ohne Spaß. Gegner vor uns! Wo? Ich sehe nix. Alles lächerlich gerade. So. Nochmal Behälter leeren. Hier Audiolog. Der Aufstieg hat unsere Vorfahren halt von die Problemen Backen und Sorgen erlöst. Dieses wundervolle Geschenk gestattet es uns, so, jetzt auch andere zu erleben und an der genetischen Fülle dieser Galaxie teilzuhaben. Aber der Archon und jetzt tschüss. Wir haben es gefunden. Ja, yep, und wir jetzt können hier direkt ich durch. Was mit ist das denn? Können die Cat diese Galaxie. Nicht in meiner Schicht, Arschloch. Dieses Getue hilft niemandem. Unsere Konfrontation ist unvermeidlich, steht aber nicht unmittelbar bevor. Ich habe mich nicht einfach so als Verräter zu erkennen gegeben. Den Arsch. Das muss ein Ende haben. Ich. Den Aufst. Ja. Man kann den Cat nicht trauen. Denken Sie nach, Rod. In Ordnung. Mir ist alles recht, wenn es mir hilft, den Archon auszulöschen. Bei unserer nächsten Konfrontation werde ich die Verteidigung meines Schiffs deaktivieren und Ihnen ermöglichen, es mit einem Ausschaltcode außer Gefecht zu setzen. Ich habe den Code an die Konsole in diesem Raum übermittelt. Leben Sie wohl, Pathfinder. Es wird kein weiteres Gespräch geben. Okay, also hat man hier auch nicht wirklich was mehr bekommen. Außer auch EP und das restliche Gedöns. Ja, natürlich wird das nicht unser Stand sein. Ich werde hier genüsslich seine Mitarbeit nicht genehmigen, weil das ist seine Baustelle. Ne? Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir schauen von Felsen nach oben, wir schauen von Felsen nach unten. Ich interessiere mich nicht für Felsen. Der Schwarzfels fühlt sich alt an. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass wir hier die Neuen sind. Indirekt. Naja, auch gut. Auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich... sind im Steigflug. ...auf die Nexus gehen und mit den Anführern sprechen, um nach Meridian zu gelangen. Austritt erfolgt. Aber ansonsten weiß ich gerade nicht mehr, was wir machen könnten. Deswegen gehe ich jetzt noch mit euch zur Tempest. Aber ich danke euch schon vielmals für das Zugucken. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder.
in der nächsten Folge. Alle Systeme im grünen Bereich. Und ich gucke gerade mal noch aufs Terminal. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem. Nee, hab ich nicht. Du Lügenbold, hab ich nicht. Wir gucken nochmal zusammen hier rein. Die letzte gesperrte Erinnerung hier. Natürlich haben wir hier noch zusätzliche Aufgaben. Die Cat-Terminals hacken. Wenn ich noch wüsste, wo auf Vault, dann hätte ich das gemacht. Orca Manifeste, weiß ich nicht, wo die sind alle. Den Schildregenerator auf an einer Forschungsstation herstellen kann man ja nicht. Die Tierwelt Andromeda-Scan sind wir auch noch nicht durch. Auf Carries nächsten Interview-Slot warten. Müssen wir auch noch. Reliktkerne finden. Ja. Und gefundene Reliktdatenkerne. Leichname der Kolonisten finden und scannen. Ja, das sind alles so Nebenmissionen, die wir nicht wirklich brauchen. Von daher sieht es wohl aus, als würden wir der Story immer näher kommen. Also der Endstory. Mal schauen, wie es noch weitergeht. Tüdelö.